So, ich bin also der Beziehungsspezialist. Ihr könnt mal meine Frau fragen, wie viel davon stimmt. Ich bin gestern, aber ich möchte gerne über Beziehung predigen, das ist richtig. Ich bin gestern am Hamburger Flughafen gewesen, habe jemand abgeholt und war eine halbe Stunde zu früh da und habe dann da gesessen und so ein bisschen das Treiben beobachtet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da, wenn da unten die Kofferausgabe, dann gehen die Türen immer auf und alle gucken ganz überrascht. Und es gibt Leute, die haben Schilder und ein Mann stand da mit zwei Rosen, die Köpfe hingen schon ziemlich. Aber man sah den guten Willen und dann geht die Tür auf und die Leute, dieses Zueinander, dieses, also da würde ich drüber schreiben, wenn Beziehungen einfach schön sind. Wenn es dir nicht gut geht, dann setz dich mal eine halbe Stunde dahin, das zieht dich einfach nach oben. Wie Beziehung sein kann, wie herzlich, wie toll und so weiter. Also ganz viel Kuscheln und Nähe und Beziehung sind da einfach deutlich geworden. Das kann ja aber auf der Autofahrt nach Hause schon ganz anders sein. So, hast du das eingekauft? Nee, oder habe ich... Was? Hast du nicht eingekauft? Und so. Und so kann sich Beziehung schon ganz schnell auch verändern. Und mein Aspekt heute heißt, wenn Beziehung durch Schwierigkeiten geht. Gibt es sowas? Schwierigkeiten in Beziehung? Ja, ja, die gibt's. Und okay, jetzt bin ich als Experte angekündigt. Jetzt lasse ich auch so einen Experten raushängen hier. Einige falsche Annahmen zu Beziehung, die ich in Gemeinde immer wieder angetroffen habe. Die erste heißt, wir müssen in der Gemeinde alle Freunde sein. Das habe ich lange geglaubt und habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Vor allen Dingen bei so einer großen Gemeinde, 1500 Leute, 1600 Leute, alle meine Freunde, alle ganz intensiv, alle zum Grillen. Ich weiß nicht, wie lang das Jahr ist, ob man da überhaupt durchkommt. Das geht nicht. Also es geht von der Intensität gar nicht, das kann man gar nicht. Das sagen die auch Soziologen, die untersuchen den Menschen und sagen, also höchstens 3, maximal 4, so im engeren Sinne, das sind so ganz, sind Leute, die ganz eng dran ist. Und wenn ich das von der Bibel her sehe und Jesus angucke, dann sehe ich, selbst der Jüngerkreis, da gab es Unterschiede. Es gab noch 3, die waren viel näher dran. Er hat sie alle Freunde genannt, ne? Das ist auch so eine Kleingruppengröße ungefähr. Aber 3 waren noch enger dran und Johannes als Mann sagt, rühmt sich, dass er seinen Kopf an die Brust Jesu gelegt hat. So etwas dürfte man heute gar nicht sagen, ja, weil dann sofort homosexuelle und erotische Aspekte angedichtet werden. Aber er war so nah dran, er hat Jesus viel tiefer verstanden als die anderen. Da gab es Unterschiede in den Beziehungen. Ja? Wir sind Geschwister, aber wir sind nicht alles ganz dicke Freunde. Das muss man auch akzeptieren. Zweitens, in einer christlichen Gemeinschaft darf man sich immer alles und zu jedem Zeitpunkt sagen. Und darf ich dir in die Ehe reinquatschen und sagen, dies und das stimmt nicht bei dir. Wir sind ja alles Christen, wir sollen ja aufeinander aufpassen. Leute, das geht auch nicht. Selbst Jesus war da zurückhaltender. Er sagte mal zu seinen Jüngern, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Also dosiert das Ganze. Und wer verheiratet ist, weiß, es gibt Zeiten zu reden und Zeiten den Schnabel zu halten. Das ist klüger. Drittens, da gibt es Leute, die haben irgendwie ein unwahrscheinliches Selbstbewusstsein. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich kann mich selbst gut einschätzen. Das mag ja sein. Aber mein Gefühl ist richtig, denn ich habe schließlich gebetet. Und dann stehst du davor und dann machst du erstmal den Mund auf und dann wieder zu. Und dann fallen einem doch ein paar vernünftige Gedanken dazu ein und sagst, du, ich habe auch gebetet. Und wir sind unterschiedlicher Meinung, was machen wir jetzt damit? Ja? Also da wird dann noch so was Frommes drauf getoppt. Du kannst dich selber nicht gut einschätzen. Also wenn es ein Gleichnis gibt, das Jesus benennt, das ich sowas von genial finde, ist es das vom Splitter und Balken. Was siehst du den Splitter in dem Auge deines Bruders und wirst nicht gewahr des Balkens, der in deinem Auge steckt? Wisst ihr, was der Unterschied ist von Splitter und Balken? Die Größe. Das Material ist das gleiche, aber die Größe. Ich habe ja Jahre in einer Tischlerei gearbeitet, in einer Bautischlerei, so die ersten Jahre. Und mal Balken, das ist schon was anderes. Den musst du vielleicht sogar zu zweit tragen. Und wenn der jetzt hier drin steckt, bis da vorne hin, so 3 Meter oder so, irgendwie 4,
dann muss ich das doch merken. Und Jesus sagt, kriegst du nicht mit, das muss dir der andere sagen. Das ist ein Mythos. Ich kann mich selbst gut einschätzen, bis zu bestimmten Punkt. Aber wir brauchen die Beziehung, wir brauchen den anderen, wir brauchen jemand, der uns sagt, du hör mal, ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen? Nö. Aber alle wissen das und keiner sagt das. Viertens, die Gemeinde ist sowas wie eine heile Welt. Da gibt es keine Konflikte. So bin ich eingestiegen in Gemeinde. Die waren alle so heilig, ehrlich. Die waren ja alle weiter als ich. Ich war ja ganz frisch mit Jesus unterwegs und alle strahlten und so weiter. Und das ganze Ding hat sich erst umgedreht, als ich meine erste Mitgliederversammlung mitgemacht habe. Da kam Freude auf, ich sag's euch. Meine lieben heiligen Geschwister, die fingen da an zu streiten über Farben und Klopapier und eine Pflanze, die von oben beleuchtet werden sollte. Und da konnte man sich herrlich drüber streiten. Deswegen hat man auch so wenige Mitgliederversammlungen gemacht, weil man da keinen Bock drauf hatte. Und als ich heiraten wollte, wir waren verlobt, da kam eine Schwester zu mir und sagte, Hartmut, eins will ich dir mal sagen, wir haben uns noch nie gestritten. Boah, also da ging es mir richtig schlecht. Denn ich habe so überlegt, also naja, wir hatten auch schon in der Verlobungszeit Dinge zu klären. Und das ist bis heute so geblieben. Ja. Also, stimmt nicht. Jeder, der ein bisschen in der Gemeinde ist, weiß, Gemeinde ist auch keine konfliktfreie Zone, sondern da gibt es auch Konflikte, es gibt Auseinandersetzungen, nicht immer ist gleich alles ein tiefgreifender Konflikt. Und die Bibel ist voll von Konfliktgeschichten. Wenn man erstmal mit der Brille darauf guckt, dann sieht man Konfliktgeschichten in allen 66 Büchern. Es gibt keine heile Welt in keinem Buch. Ich will nur mal ein paar Kostproben von den ersten sein. Ich erwähne das nur und führe das jetzt nicht weiter aus, weil ihr, denke ich, das auch kennt. Also zunächst mal fängt das Ganze ja schon mit Adam an. Adam schiebt die Schuld auf seine Frau Eva, mit dem schönen Satz, die Frau, die du mir gegeben hast. Noah besäuft sich und verflucht seine Enkel. Lot betrinkt sich und schwängert seine Töchter. Abraham spielt seine Söhne gegeneinander aus, verkauft zweimal seine Frau. Also ich glaube, meine Frau, die hätte sich schon getrennt von mir. Wenn es zweimal so einen Heiden verkauft, ja, aber die bleibt bei ihm, treue Seele. Er scheint mehrfach als Lügner und versucht schließlich seine Haut zu retten. Isaac und Rebekka haben beide Lieblingskinder. Isaac hatte Esau lieb, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Leute, da weiß man ungefähr, was da abgeht zu Hause. Ja? Und die Folge ist, 20 Jahre bleiben Jakob und Esau erbitterte Feinde. Und Jakob setzt dann den Konflikt vor, indem er auch zwei Lieblinge hat. Josef und Benjamin und. Ihr kennt vielleicht diese Storys. Und auch die Ehen der Patriarchen sind schlichtweg Katastrophen. Wir beleuchten die ja immer von diesem Vorbild des Glaubens und so. Aber guckt mal mit der Brille da drauf. Abraham hat zwei Frauen mit allen daraus resultierenden Eifersuchtsdramen. Rebekka und Isaak kämpfen miteinander, welcher Sohn den Segen bekommt. Und Jakob heiratet zwei Frauen. Und dann noch, nimmt er noch zwei Mägde dazu, also vier Frauen, veranstaltet eine Art Fruchtbarkeitswettbewerb mit allen möglichen Dienerinnen. Das Ende vom Lied, vier Frauen und 12 Kinder. Leute, die brauchen unbedingt einen christlichen Therapeuten, einen Dr. Sommer. Wer jetzt bei Dr. Sommer lacht, der hat schon mal die Bravo gelesen. Die wir nie lesen durften. Und trotzdem, ja, das ist ja so dieser Therapeut gewesen, der das war ja so ein Weltversteher, der hat einem ja die Welt erklärt. Ja? Was macht man mit all denen? Wie hilft man denen? Der Seelsorger blüht auf und sagt, Mann, da habe ich ja zu tun bis an mein Lebensende. Warum steht sowas alles in der Bibel? Weil wir alle irgendwie komisch sind, weil niemand normal ist. Jeder hat nämlich Angewohnheiten, Macken, Schwächen, Dinge, die wir nicht ungeschehen machen können, Charakterzüge oder auch Sünden, die andere verletzt haben. Ich habe vor gut 10 Jahren ein Buch gelesen mit dem Titel Jeder ist normal, bis du ihn besser kennenlernst, von John Ortberg. Das gibt es immer noch, ich empfehle euch das mal zu lesen. Es ist also entwaffnend und sehr schön. Und manches, was ich hier auch aufgegriffen habe, das kommt auch aus diesem Buch, die Impulse.
Und er bemühte das Bild von Stachelschwein. Ich habe mich nie groß für Stachelschweine interessiert, aber jetzt habe ich dann alles, was im Internet über Stachelschweine zu finden war, dann mal versucht aufzurufen. Ein Stachelschwein hat etwa 30.000 Stacheln. So ein kleines Tier und so viel Stachel. Es gilt auch nicht als besonders liebenswert. Ich kenne kein Kind, das ein Stachelschwein als Haustier hat. Da hält man sich lieber fern. Stachelschweine, ist da zu lesen, gehen den Kontakt mit anderen auf zwei Arten ein. Entweder sie ziehen sich zurück, also gehen stiften, oder sie greifen an. Die haben nicht so den wirklichen Kuschelmodus, wo du sagst, da wird's gemütlich. Und die Frage ist, wie kommen die einander näher, ohne sich zu verletzen? Denn auch Stachelschweine wollen nicht immer alleine sein. Auch die suchen ihresgleichen, ja, Beziehung. Sie berühren sich mit den Pfoten und laufen auf den Hinterbeinen. Also so, ne? Nicht so auf vier Beinen, sondern so hoch. Legen sozusagen dann die Innenseite frei und dann laufen sie auf den Hinterbeinen den sogenannten Tanz der Stachelschweine. Also wenn ich Leute in der Gemeinde in Zukunft so sehe, dann weiß ich, was ihr versucht, tanzen zu lernen. Ja. Und man kann das übertragen. Wie lernen wir es, in Anführungsstrichen zu tanzen, miteinander umzugehen, qualitativ gute Beziehungen zu gestalten? Und wie gehen wir mit den Stacheln um, meinen eigenen und denen der anderen, die wir dann zu spüren bekommen? Gemeinschaft ist einerseits etwas, was Gott geschenkt hat, was Jesus gestiftet hat. Einheit, von der wir gesungen haben, wir sind eins, Leute, das kann man nicht an einem Tisch besprechen. Da hat sich auch niemand hingesetzt beim Start der Kirche und hat überlegt, wie kriegen wir so eine einheitliche Gruppe hin? Denn die waren ja von jetzt auf sofort 3000 Leute und mehr. Ja, die mussten ja irgendwie auch sehen, wie sie das gehandelt kriegen. Nein, Gemeinschaft ist schlicht und einfach ein Geschenk. Einheit ist ein Geschenk. Seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist. Da steht nicht, seid fleißig, die Einheit zu konstruieren, sondern sie zu halten, denn sie ist da. Wir sind eins in Christus. Ob das sich nun gerade gut anfühlt oder du noch die drei Stacheln von deinem Nachbarn irgendwo spürst. Das ist dafür nicht wesentlich. Glauben und Christusgemeinschaft ist etwas Geschenktes, etwas von Gott Gestiftetes. Das ist ein Stand, in den ich gekommen bin. Ich gehöre zu seiner Familie, ein Status. Aber das andere ist, Einheit ist auch gestaltungsbedürftig. Wir können nicht einfach sagen, wir sind eins und dann tun wir nichts dafür, sondern seid fleißig zu halten. Also da ist schon auch unser Input, unser Bemühen mitgefragt. Denn es gibt eine Grundsehnsucht nach Gemeinschaft im Menschen, Beziehung. Es zieht uns hin zum Nächsten. Wir suchen andere Menschen. Und auf der anderen Seite erleben wir auch, dass da eine Unfähigkeit zur Gemeinschaft ist. Jeder ist normal, bis du ihn besser kennenlernst. Ja? Oh, wenn ich das gewusst hätte, ich die nie geheiratet. Das hat mir niemand gesagt. Ja? Ja, vielleicht ist es umgekehrt genauso. Gott hat uns das Geschenk der Gemeinschaft gemacht. In Christus hat Gott Gemeinschaft gestiftet. Und diese Gemeinschaft muss nun täglich gestaltet werden, wöchentlich, jährlich, auch in unserem Kontext als Gemeinde. Und ich liebe eigentlich so die Aussagen von Jesus, weil die für mich immer so klar rüberkommen. Also Jesus hat nicht, wie soll man sagen, so von hinten durch die Brust ins Auge irgendwas zu vermutend in die Menge gelegt, sondern hat Dinge klar benannt. Und so ein Text, der klar ist, ist Matthäus 18, Vers 15. Ich sage mal, der Heiland war Norddeutscher. Der hat immer Dinge klar gesagt. Ja. Wenn dein Bruder dir Unrecht getan hat, Hoffnung für alle, dann gehe zu ihm und sage ihm, was er verkehrt gemacht hat. Kann man das verstehen? Ja. Und wenn er auf dich hört, dann hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Will er davon nichts wissen, nimm ein oder zwei andere mit und versucht es noch einmal gemeinsam, ihn zur Einsicht zu bringen. Wenn er auch dann nicht hören will, bringe die Sache vor die Gemeinde. Nimmt er selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle ihn wie einen, der gottlos und ungläubig ist. Was steht hier drin? Jesus stellt zunächst einmal fest,
so lese ich das, wenn dein Bruder dir Unrecht tut. Damit sind Geschwister gemeint, also nicht nur die Männer, ist nicht nur eine Männerpredigt, sondern für uns alle. Wenn dein Bruder dir Unrecht tut, das heißt, er stellt fest, er wird dir Unrecht tun. Das ist ein Teil der Normalität. Und im Kontext ist die Frage des Petrus, wie oft muss ich vergeben? 7-mal? Nein, 7-mal, 70-mal. Also 490 Mal in der gleichen Sache und dann wieder von vorne an einem Tag. Und bei uns ist das so, wenn einer sich da mal was leistet, so, dann, naja, irgendwie, na gut, Schwamm drüber, aber nicht nochmal. Und dann nach 2 Jahren passiert das Gleiche. Oh, dann geht das nicht irgendwie. Ja? Jesus sagt, das ist grenzenlos. So ist seine Liebe zu uns. Ich habe das früher immer als Forderung gelesen, das hat mich fast erdrückt. Oh, habe ich gedacht, nee, das kannst du gar nicht umsetzen. Bis mir klar geworden ist, so geht er mit mir um. Ich kann den ganzen Tag Mist bauen und er ist immer bereit zu vergeben. Natürlich sollen wir auch lernen, ja? Aber da ist so ein ganz großes Herz. Und das ist sein Wesen, das auch auf uns übergeht, wenn wir mit ihm in Beziehung leben. Es gibt keine Grenze. Wir lösen alle Konflikte aus. Und das, was dann folgt in diesem Text, das ist so Konfliktlösungsansatz im Stile von Jesus. Ich nenne es das 18:15-Gespräch. Matthäus 18:15. Also wenn ab heute jemand zu dir kommt und sagt, ich brauche mein 18:15-Gespräch, dann weißt du, um was es geht. Ja. Jesus gibt uns hier eine Anleitung zur Konfliktlösung oder anders gesagt, wie lernen wir es zu tanzen. Und die Aussage ist sehr eindeutig. Wenn dein Bruder dir Unrecht getan hat, dann gehe zu ihm und sage ihm, was er verkehrt gemacht hat. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Es sind 4 Punkte, die ich aufgreifen möchte. Das erste, ein Konflikt tritt auf. Das wird da deutlich. Eine Unstimmigkeit, es muss jetzt nicht immer gleich ein tiefgreifender Konflikt sein, aber irgendwas, was stört, was Beziehungen irgendwie hindert. Das zweite ist, du bist gefragt, du sollst hingehen, einen privaten Rahmen schaffen. Du sollst reden, anklagen, es konkret sagen. Das Ziel oder deine Motivation dabei soll sein, ich will den anderen gewinnen. Und am Ende steht die Konsequenz, wenn, dann das und wenn nicht, dann das. Was kann man daran nicht verstehen? Also ich denke, das ist ziemlich deutlich. Eigentlich ist es ganz einfach, geh hin und fang an, darüber zu reden. Sprich es direkt an. Aber seltsamerweise tun wir gerade das meistens nicht. Wir suchen nämlich eher einen Verbündeten. Wir rufen dann an und suchen Beratung. Du, ich würde mir mal was ans Herz legen. Ach, das hast du auch schon erlebt, ist ja interessant. Ja, so. Und so vergrößert sich ein Konflikt und wird nicht geklärt. Geh hin und sprich drüber. Ich habe eigentlich als Christ, als junger Christ das Gegenteil vermittelt bekommen. Wir sind alle ganz lieb miteinander. Und da gab es so Aussagen wie, der unterste Weg ist immer frei. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, heißt halt die Klappe, schluckt's runter oder ich sag's nochmal ein bisschen deutlicher, lass dir alle Frechheiten gefallen. Ich habe die ersten Jahre in meinem Dienst das versucht, so ist mir das vermittelt worden, ich bin komplett gescheitert damit. Und da habe ich gedacht, dann wechselst du jetzt die Gemeinde und machst das neu, fängst anders an. Okay, hatte ich 6 Jahre Erfahrung hinter mir und das hat mir nicht gut getan. Ich habe gemerkt, das passt überhaupt nicht zu mir und dass das andere ist, anzusprechen, viel besser ist, auch mir meinem Wesen entspricht. Und ich habe jetzt sogar noch einen Bibeltext dafür. Und dann bin ich in eine andere Gemeinde nach einigen Jahren, habe die übernommen und da habe ich mir vorgenommen, ab da mache ich das anders. Ja? Soll ja auch berechenbar sein. Und ich weiß so, wir hatten so eine schöne Gebetsstunde, einen kleinen Gebetskreis. Und einer der Leute am Ende kam zu mir und hat mich richtig, richtig angemacht. Und da war meine Stunde gekommen. Und dann bin ich richtig, richtig aus der Höhle gekommen. Also ich habe ihn nicht angebrüllt, aber ich habe zu ihm gesagt, hör mal zu, das, was du machst, ist einfach dreist und frech. Allein diese Worte waren für ihn irgendwie, so ging man nicht miteinander um. Man war ja lieb miteinander, man schluckte das ja runter. Man hat dann irgendwie versucht, das unter die Füße zu kriegen. Und sagt, das lasse ich mir nicht gefallen, deine Frechheiten. Und ich dachte,
Meine Aktie bei ihm ist auf null gesunken. Das wird mit uns nichts mehr. Das hat ihm noch, ja, so hat ja noch nie jemand mit mir geredet. Dann bin ich der Erste, Bruder. Freu dich doch. Ich korrigiere dich. Kostenlose Beratung für dich. Naja, und was soll ich sagen? Wir sind richtig gute Freunde geworden. Wir haben nachher im Gemeindevorstand zusammengearbeitet. Der ist jetzt schon beim Heiland und hört alles, was ich sage. Und ich habe gemerkt, ja, das ist richtig. Ich muss das benennen. Ich muss hingehen. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Sprich es an, ja. Sei aktiv und nicht tauche ab. Erkenne ehrlich an, dass es einen ungelösten Konflikt gibt. Wenn dein Bruder sündigt, das stellt Jesus fest, Brüder sündigen, das gehört zum Leben. Und da geht es nicht um die Heiden, um deine Nachbarn, sondern es geht jetzt erstmal hier um uns, um die Gläubigen. Wir werden Unrecht durch andere erfahren und auch andere werden durch dich und durch mich Unrecht erfahren. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, vor dem Psychologen darf ich nur krank sein. Vor dem christlichen Bruder darf ich auch Sünder sein. Irgendwie gehört es auch zum Abendmahl. Da proklamieren wir ja den Sieg des Herrn, den Tod des Herrn, aber wir sagen mit anderen Worten auch, ich brauche Vergebung, ich bin vergebungsbedürftig. Ich bin ein bedürftiger Mensch, ich mache nicht alles richtig. Wir dürfen nicht so tun, als wenn es keine Konflikte gäbe. Auch Gemeinde ist keine konfliktfreie Zone, auch christliche Ehe und Familie nicht. Sondern wir brauchen ein realistisches, ein biblisches Bild und auch einen Umgang damit. Seht mal, jeder von uns hat auch eine Wirkung auf den anderen. Er fühlt sich entweder wohl in der Nähe eines anderen, bei dem, was er sagt, wie er agiert und so. Ich meine, wenn jemand so keine Distanz irgendwie zulässt, sondern so auf 10 Zentimeter an dein Gesicht rankommt. Es gibt ja so Leute, die haben kein Gefühl für sowas und du gehst immer weiter zurück, bis es dann nicht mehr geht. Dann nimmst du mal ein bisschen Abstand von mir. Also Nähe-Distanz-Regulierung, wie man auch so schön sagt. Ja. Das hat eine Wirkung auf dich. Du fühlst, das ist unangenehm. Oder Menschen, die dich ständig antatschen. Sowas gibt es in der Gemeinde ja auch. Mochte ich schon bei unseren Kindern nicht dann. Irgendwelche Omas, die kamen dann immer und, wie süß und so weiter. So, lass mein Kind zufrieden. Ja, ich verstehe ja, dass du das niedlich findest, aber ein Kind ist auch eine Persönlichkeit und muss geschützt werden vielleicht. Mal die Jünger, die kamen auch zu den Frauen und haben die Frauen da angefahren und haben gesagt, ja, was wollt ihr hier mit euren Kindern? Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat die Kinder vor den frommen Leuten in Schutz genommen. Auch das gehört vielleicht mit da rein. Du hast eine Wirkung auf andere, nur weil du da bist. Es ist der Unterschied zwischen einem Hund und einer Katze. Jetzt fragt ihr euch, was ist der Unterschied? Ein Hund sagt zu seinem Herrchen, du liebst mich, fütterst mich, gibst mir ein Dach über dem Kopf, sorgst für mich, du musst Gott sein. Die Katze sagt, du liebst mich, fütterst mich, gibst mir ein Dach über dem Kopf, sorgst für mich, ich muss Gott sein. Ein und dasselbe Verhalten, ganz unterschiedliche Wahrnehmung. Ja? Und so entstehen auch unter Geschwistern Konflikte. Zum Beispiel so Sätze wie, der gibt mir immer das Gefühl, der nimmt mich gar nicht ernst. Hat er dir die Hand gegeben? Tatsächlich, kannst du was drauf einbilden. Ja? Und manche Leute gucken einen auch gar nicht an dabei. Oder wenn ich mit der zusammentreffe, dann habe ich immer Schuldgefühle. Ich fühle mich immer so schlecht. Was löst du bei anderen aus? Du kannst ja auch als Experte dein Bibelwissen aus und machst den anderen ganz klein und gibst ihm das Gefühl, naja, da wo ich bin, da musst du erst mal hinkommen. Wir haben eine Wirkung aufeinander. Ja? Lass uns mal drüber nachdenken. Also erkenne an, dass es einen Konflikt gibt. Jesus sagt, zuerst bist du gefragt, wenn es um die Lösung geht. Übernimm du den ersten Schritt, übernimm du Verantwortung. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht so einfach, was ich sage, weil ich denke, immer muss ich der Blöde sein. Immer. Ich weiß nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Gibt es nicht mal was anderes. Aber Jesus fordert uns als Christen auf, die Aufgabe der Konfliktlösung aktiv anzugehen. Und da beginnt dann auch die Schwierigkeit. Nee, da soll der andere erstmal kommen. Ich meine, ich kenne mich und deswegen kenne ich euch. Ich kenne die ganzen Argumente, das ist ja nichts anderes. Immer muss ich den ersten, immer muss ich was lernen, ja. Immer muss ich demütig sein. Ja, musst du vielleicht auch. Oder wir machen taktische Überlegungen. Wenn so, dann machen wir das. Soll er doch kommen. Wenn der jetzt wenigstens anrufen würde, dann würde ich das Gespräch suchen. Nein.
Er hat angefangen, er hat mir Unrecht getan, er muss den ersten Schritt tun. Jesus sagt genau das Gegenteil. Es gibt nämlich einen zweiten ähnlichen Text in Matthäus 5, der anders ist, aber das gleiche Thema beleuchtet. Da heißt es, wenn du während des Gottesdienstes, also so in unserem Setting, ein Opfer bringen willst und dir fällt plötzlich auf, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer liegen, geh zu deinem Bruder, versöhne dich mit ihm und erst danach bring dein Opfer. Also wenn der andere was hat, soll ich zuerst gehen und wenn ich Anklage habe, soll ich auch zuerst gehen. Also mehr kann man es ja nicht toppen. Und da habe ich mich gefragt, warum macht Jesus das? Also ich mit meinem wenigsten 50% könnte auch beim anderen liegen. Das macht Jesus, weil Stachelschweine störrische, stachelige Wesen sind. Weil es in dieser Welt zu viele Waffen und zu wenige Friedensstifter gibt. Deswegen legt Jesus beide Male die Last auf mich. Und weil, wenn wir nicht miteinander reden, es immer tödlich ist für die Beziehung. Ich rede nicht mehr mit dir. Du bist für mich gestorben. Und dann stirbt die Beziehung auch. Wir müssen reden. Jesus sagt, schaffe einen geschützten Rahmen, damit ihr euch aussprecht, zwischen dir und ihm allein. Und da hat man meistens überhaupt keine Neigung dazu. Ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich muss mit manchen Leuten reden, also ehrlich, da kommt keine große Freude auf. Es gibt schönere Dinge. Man möchte lieber Beratung von Dritten. Aber Jesus sagt, sprich es an, geh hin und schaff einen geschützten Rahmen. Okay, lassen wir uns mal auf den Gedanken ein. Jetzt sitzt ihr zwei Stachelschweine da zusammen. Wie geht's jetzt denn los? Herr, wie geht's weiter? Hilf mir, führ mich. Ja, ihr könnt ja nachher zum Beten kommen nach vorne. Wir beten dann für euch, dass das alles gut gelingt. Dann sagt Jesus, wenn du da sitzt, dann sollst du nicht warten, was passiert. Und auch nicht erst 2 Stunden irgendwelche Freundlichkeiten sagen, sondern du musst Klartext reden. Sag ihm, was er verkehrt gemacht hat. Nicht rumeiern, nicht kananäisch, verblümt, dass man, ja, ich weiß auch nicht so genau, aber ich fühle so. Und hey, sag es doch mal, wie es wirklich ist, wie es du empfindest. Muss ja nicht die Wahrheit sein, aber zumindest ist deine Empfindung. Die Bibel sagt, schluck's nicht runter, sondern spuck es aus. Sonst wärst du krank, ein Mensch, in dem ganz viele alte Geschichten leben. Epheser 4, 26, zürnet und sündiget dabei nicht. Oh, das ist auch schwierig. Habe ich früher mal anders gelesen. Luther sagt immer, zürnet nicht. Ich dachte, Zorn ist schon gar nicht. Aber es gibt so ein berechtigtes Zürnen, nicht ein Jezorn, sondern wo ich mal sage, ich bin stinkig, ich bin sauer. Zürnet und sündiget dabei nicht, hab dich im Griff dabei, ja? Und dann heißt es, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also jetzt, zu dieser Jahreszeit, dürft ihr ein bisschen länger zürnen als im Winter. Da ist der Tag kürzer. Sag ihm, was er verkehrt gemacht hat. Du musst reden, Worte machen, nicht denken, vermuten, erhoffen. Keine taktischen Spielchen. Benenn das Fehlverhalten, denn die Anklage gehört dazu. Und dann bleib bei einer Sache und nicht Rundumschlag. Sammel nicht in einem Sack und dann irgendwie, ja, dann wärst du mal alles los, jetzt habe ich es gesagt. Ne? Da kann der andere nichts mit anfangen. Und dann fragst du, ja, wann war denn das? Ja, vor 7 Jahren, aha, weiß ich nicht mehr. Ja. Erklär, was passiert ist, was die Folge war und benenn auch die Veränderung, die du dir wünschen würdest. Und ein 4. Eckpunkt ist eine Haltung, die ich dabei einzunehmen habe. Das ist jetzt nichts Technisches, sondern eine Herzenshaltung. Nämlich die Haltung, ich möchte den anderen gewinnen. Das ist nämlich Gottes Absicht immer. Gott will uns immer gewinnen. Gott will uns nicht vom Kopf stoßen, uns laufen lassen, ja? Sondern er will uns gewinnen. Und so sollen wir auch daran gehen. Ich will den anderen gewinnen und nicht ich will Sieger sein oder ich will gewinnen. Und da müssen wir uns mal hinterfragen, wo will ich unbedingt den Kampf gewinnen? Oder wo ist mein Herz auch schon vorbereitet, dass ich sage, ich möchte den anderen doch gewinnen. Ich möchte meinen Partner gewinnen. Ich möchte meinen Freund zurückgewinnen. Ja? Hört er dich nicht, hört er dich so rum, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Also Ziel der Aktion ist, nicht als Sieger hervorzugehen, sondern den anderen zu gewinnen. Und dazu möchte ich eine kleine Illustrationsgeschichte noch erzählen. Die kommt auch aus diesem Ortberg-Buch und die fand ich irgendwie klasse. Ich lese sie mal vor. Vor kurzem versuchte ich, in einer belebten Einbahnstraße parallel zur Fahrbahn einzuparken. Kann 100-fach in Hamburg passieren.
permanent. Der Frustpegel des Autofahrers hinter mir stieg zusehends, weil er nicht an mir vorbeifahren konnte. Er musste einfach da sitzen und warten. Schließlich hatte ich mein Auto in die Parklücke gezwängt und er hielt neben mir an, um mich an seinen tiefsten Gefühlen teilhaben zu lassen. Im Allgemeinen fällt mir in solchen Situationen nichts Schlagfertiges ein, das ich hätte sagen können, sondern meist erst um 2 Uhr früh am nächsten Morgen, wenn es schon zu spät ist, um dafür noch Verwendung zu finden. Was ist Ihr Problem? Brüllte er mich an und warf mir noch ein Schimpfwort an den Kopf. Ich möchte es hier nicht wiederholen, aber es bezog sich auf einen Teil meiner Anatomie, nicht allzu weit nördlich, nicht allzu weit südlich, sondern so auf Äquatorhöhe in der westlichen Hemisphäre. Dann fuhr er fort. Was war mein Problem? Über diese grundlegende Frage habe ich seitdem oft nachgedacht. Sie fasst im Wesentlichen den Zustand der Menschheit zusammen. Aber der Mann stieg nicht aus, um diese Frage mit mir zu erörtern. Ihm war eigentlich egal, welches Problem ich hatte. Er ließ mich einfach mit dieser provozierenden Frage zurück. Wenn man sich an Matthäus 18,15 orientiert, hat der Mann einige Dinge richtig gut gemacht. Was hat er gut gemacht? Erkannte er an, dass es einen Konflikt gab zwischen uns? Eindeutig und leidenschaftlich. Er übernahm die Initiative, ohne lange zu warten. Er war nicht passiv. Er beschwerte sich nicht bei anderen Autofahrern über mich oder streute Gerüchte aus, sodass andere Autofahrer über mich redeten. Er sprach zu niemand außer zu mir. Seine Kommunikation war eindrucksvoll direkt. Ich wusste genau, was er dachte und fühlte. Er machte 6 von 7 Schritten richtig, nicht schlecht, aber er ließ den einen Schritt aus, der am wichtigsten von allen ist. Sein Motiv war eben nicht Wiederherstellung und Versöhnung. Er wollte mich nicht gewinnen, sondern er wollte gewinnen. Wir gehen ja gleich zum Abendmahl. Die Frage ist, wo haben wir noch so eine alte Story, wo wir kämpfen, wo wir festhalten? Wollen wir das mal überdenken? Muss ich Sieger sein? Muss ich da den Kopf oben haben an der Stelle? Und was mir ganz wichtig ist, vielleicht nochmal ganz konzentriert, Leute, es gibt einen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Früher haben wir das sehr in einen Topf geworfen. Ich habe lange das auch so synonym benutzt, so du musst dich versöhnen und so weiter. Aber das ist schon vom Wort in der Bibel her ein Unterschied. Katsumai, das kommt aus der Rechtssprache und meint, ich habe einen Schuldbrief. Ja? Ich habe etwas in der Hand gegen den anderen. Heute würden wir vielleicht sagen, ich habe einen Titel und den kann ich einlösen. Und wenn ich den habe, dann bin ich der Stärkere. Ja? So, und da geht es um Vergebung. Also vergeben heißt vergeben. Ich kann diesen Titel behalten und ihn mir sogar einrahmen und sammeln und ich weiß nicht was alles. Und dann bist du jemand, der sozusagen die Schuld der anderen sammelt. Ja? Und du kannst ihn auch zerreißen. Du kannst ihn ins Feuer werfen. Du kannst sagen, das hat keine Relevanz. Ich schenke ihn dir zurück. Das ist Vergebung. Und wenn ich vergeben habe, Leute, dann kann ich es nicht wieder zurücknehmen. Dann ist das weg. Und Vergebung ist immer eine einseitige Sache. Das geht immer. Du brauchst nicht den anderen. Manche sagen so, ja, da müssen wir erstmal zusammen reden und so. Nee, musst du nicht. Vergeben geht immer. Vergeben geht hier heute Morgen, bevor du zum Abendmahl gehst. Sagst, Herr, ich lass das los. Ich habe einen Kollegen, der hat mal zu mir gesagt, meine Eltern, die haben so viel Mist in meinem Leben gemacht. Pastorenkollege. Ich habe das alles aufgeschrieben, sagt er. Ich bin im Wald und ich habe das beerdigt, den Zettel. Ich habe das beerdigt. Ich habe nichts mehr. Vergeben. Ja? Das kommt aus der Rechtssprache. Aber Versöhnung, Katalasso, das ist Rückkehr in eine Beziehung. Und da brauche ich immer auch den anderen. Da braucht es auch neu Vertrauen, das ich aufbauen kann. Da muss ich mich so verhalten, dass der andere auch wieder neu Fuß fasst in der Beziehung und Vertrauen aufbauen kann. Dafür gibt es manchmal keine Grundlage. Vergeben geht immer. Versöhnung hoffentlich auch, aber ist nicht immer möglich. Gott vergibt. Er hat dir vergeben. All deine Schuld, alles, was an Schuldbrief da ist, das hat er ans Kreuz geheftet, einseitig. Und er hat gesagt, es ist vergeben. Es muss nur noch annehmen. Muss sagen, ja, danke schön. Mehr geht gar nicht. Aber Gott will mehr als das.
Denn wir sprechen an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott will Beziehung zu dir. Und das dürfen wir auch lernen in Beziehung miteinander. Nehmt mal diese zwei wichtigen Gedanken noch mit: Vergebung und Versöhnung. Gott will beides, auch wenn das eine nicht möglich ist, aber vergeben kannst du immer. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, dann prüf dich mal. Also prüfen heißt für mich einfach, ja, da taucht was auf, der Heilige Geist stößt was an in meinem Herzen. Und das will ich jetzt einfach weggeben. Und dann gehst du heraus und bist erleichtert. Ich habe mal so eine Schule gemacht, da kam eine ältere Dame, war kurz vorm Sterben schon, hat dann noch so eine Jüngerschaftsschule mitgemacht. Und dann kam das Thema Vergebung und Versöhnung und dann brach es aus ihr raus, dass sie da Stress mit ihren Kindern hatte. Und er hat feinsäuberlich Briefe gesammelt in ihrem Tresor. Und an diesem Abend ist sie nach Hause gegangen und er kam am nächsten Tag wieder und sagt, Bruder Knorr, sagt sie zu mir, das geht noch mit Anstand. Bruder Knorr, ich habe alles weggeworfen. Ich bin ganz frei. Mensch, und das merkte man auch, ne? Also so eine Befreiung. Ob das jetzt mit ihren Kindern alles wieder in Ordnung gekommen ist, aber zumindest von ihrer Seite. Wollen wir das mal so auch zu Herzen nehmen an diesem Morgen? Wenn Beziehungen durch Schwierigkeiten gehen, Leute, das ist normal. Und heute kann Beziehung ein Stück auch wieder besser werden, indem du den ersten Schritt machst. Und vielleicht schenkt Gott dann auch Versöhnung. Auch mit Menschen, wo es jetzt auf einmal noch nicht möglich ist. Gott segne uns dazu. Amen.